Der feiert hier schon Silvester, Alter. Mein Name ist Kamina Rai. Der Tag meiner Geburt war der Tag, an dem die Welt unterging. Die Überlebenden mussten ein neues Leben unter der Erde beginnen. Oben gab es nur Asche und Kälte und Tod. Die Leute dachten, es bliebe ewig so. Aber ohne uns kehrte da oben das Leben zurück. Ich war 6 Jahre alt, als ich zum ersten Mal die Sonne sah. Der Anblick brach Mom und Dad das Herz. Die Welt, die sie kannten, war zerstört. Doch für mich war das anders. Ich hatte noch nie etwas so Perfektes gesehen. Wir waren nicht die Einzigen, die überlebt hatten. Und langsam, aber sicher, wurde unsere kleine Gemeinschaft größer. Es war nicht immer einfach. Doch für eine Weile hatten wir Frieden und Wohlstand. Ein neues Zuhause, ein neues Leben, eine neue Normalität. Doch, wie alles in der Welt, war es zu gut, um so zu bleiben. Die Highwaymen kamen aus dem Osten, angeführt von 2 Schwestern, Zwillingen. Sie sagten, sie hätten von unserem kleinen Paradies gehört. Und sie wollten es für sich allein. Wir hatten keine Chance. Sie nahmen uns alles, unser Essen, unser Zuhause, unsere Leute. Wir brauchten ein Wunder. Und dann hörten wir den Namen Thomas Rush. Er und sein Captain hatten an der ganzen Westküste Leuten wie uns beim Wiederaufbau geholfen. Und sie fuhren in einem Zug, der in Richtung Hope County unterwegs war. Mom schickte mich zu ihnen. Ich sollte sie überreden, uns zu helfen. Sie waren unsere letzte Hoffnung. Unsere Rettung. Aber es ging alles furchtbar schief. Ubisoft präsentiert. Eine Ubisoft Montreal Production. Oh. Far Cry New Dawn. Captain! Captain, du lebst! Scheiße! Sie kommen auf uns zu! Steh auf, Captain! Komm jetzt! Diese verfluchten Highwaymen, die werden uns töten! Steh auf, Captain! Steh auf! Mein Gott, Barnes, wenn du weiter so schreist, lockst du sie nur alle hierher. Rush, du lebst! Hilf mir! Nein, wir haben keine Zeit, wir müssen weg! Barnes, wir lassen den Captain nicht zurück. Sie kommen hierher, schnell. Wir müssen zusammenbleiben, verstanden? Cap, deine große Stunde. Wir müssen uns bewaffnen, unsere Leute holen und einen Weg hier rausfinden. Leichter gesagt als getan. Ein Schritt nach dem anderen. Oh fuck, Alter. Geh vor, wir folgen dir. Alle mir nach! Wir müssen von hier verschwinden. Zurück! Wir müssen abhauen. Komm schnell weg hier. Flüchten! Sturm wird schlimmer. Ich hab Sand in den Augen und überall sind Highwaymen. Kämpft euch durch, es gibt viel zu tun. Los zum Fluss! Alter. Also da konnte man nicht entspannt looten. Nee. War ja richtig da stressig. Am Ende richtig ab, du. Herstellen, ja, jetzt freilich. Finger weg vom Abzug. Sie nehmen, was Sie wollen. Ja.
Center hat uns einen ganzen Zug voller Geschenke gebracht. Oh. Was haben wir denn hier? Häschen. Oh. Ich muss euch Häschen eine Frage stellen. Was habt ihr gedacht, würde passieren, ha? Fahrt in einem fetten Zug an. Überall schwarzer Rauch. Und wir sollen nichts merken? Was wollt ihr bei uns? Wir wollen wissen, ob ihr Problemlöser seid oder Problemmacher. Was? Unser Papst sagte immer, Leute lösen entweder Probleme oder machen Probleme. Die Welt hat zu viele verdammte Probleme. Wir suchen Leute, die uns helfen, Probleme zu lösen. Unsere Probleme. Seid ihr Problemlöser? Ist alles gut. Nahrung, Kleidung, Waffen. Ihr kriegt alles bei uns. Sogar eine Krankenversicherung. Aber wenn ihr Probleme macht, ja. Paps hat uns gelehrt, was man mit solchen macht. Problemmacher müssen gelöst werden. Mhm. Der Alte hat einen Haufen Probleme gelöst zu seiner Zeit. Ja. Scheiße, ja. Also, Häschen. Seid ihr Problemlöser oder Problemmacher? Wir lösen Probleme. Wir haben schon Probleme im ganzen Land gelöst. Wir besorgen Trinkwasser, bauen Häuser. Nee. Wir können euch alles beschaffen, was ihr braucht. Barnes, halt's Maul. Ihr könnt das alles bauen? Nun, nicht ich. Aber Rush hier. Nun, dann wirst du zu unserem neuen besten Problemlöser. Ach, fick dich doch. Oh. Okay. Fertig. Also, nochmal von vorn. Du schreitest denn hier so rum, Alter? Dabei, unsere Probleme zu lösen, Mr. Rush? Okay. Aus dem Zug. Du bist der Captain vom Sicherheitsdienst, oder? Ich bin Carmina. Oh mein Gott, ich habe dich ins Wasser stürzen sehen und ich konnte dich vom Ertrinken retten, aber soweit ich das sehe, sind wir die Einzigen, die entkommen sind. Komm mit. Okay. Wir müssen vorsichtig sein. Die Zwillinge, sie sind weg mit Rush, aber es sind noch viele Highwaymen hier. Oh, okay, also wir müssen nach Hope County. Meine Mom, sie wird wissen, was zu tun ist. Komm schon. Hallo, Mister. Ja, klar. Los, lauf. Komm schon, wir müssen nur dem Fluss folgen, um nach Hope County zu kommen. Ja, dann bewegt die Achsen, los. Double Kill. Ja. Ein Schuss, zwei Köpfe. Dash, okay. Ist die Lautstärke noch so gut? Ja. Immer noch? Ja. Okay. Weil ich glaube, bei OBS bin ich
gut übersteuert gewesen. Da musst du dich noch umziehen und dann labern. Oh, hier ist ein Brauhaus. Was gibt's denn hier? Kriegst du ja eine Schnauze, ey. Hier, gönn dir. Sprengstofflabor. Ethanol, hab ich nicht. Heilkräuter, Gachten. Expeditionen. Oh, ein Heli. Hier, gönn dir. Gönn dir erstmal eine Pille, Alla. Jo, Alla. Scheiße. Oh nee. No scope. Ich will da rein. Alles klar, der Weg ist frei. Danke fürs... Ey. Gehen wir nach Hause. So, ab durch die Tür hier. Ab durch die Mitte. Ab durch die Mitte, Junge. Einige Stunden später. Oh. Oh, moin. Komm, wir sind fast da. Oh, heute gibt's Taube. Da ist es. Hope Country. Zu Hause. Ich hoffe, Mom geht es gut. Ja. Spring, flieg einfach, flieg! Oh, Carmina! Oh, Gott sei Dank. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Mom. Kinder, geht wieder rein. Ich komme gleich. Was ist los? Es kam ein Zug voller Leute, die uns helfen wollten. Aber die Highwaymen, die Zwillinge, sie haben Rush. Alle anderen sind tot. Oh mein Gott. Es war furchtbar. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Ich hätte da nicht hingehen sollen, Mom. Ich... Oh, Schätzchen. Was sollen wir denn jetzt machen? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich meine, es wird keiner mehr kommen. Wir sind allein. Ganz allein. Shh. Kommt erstmal beide rein. Ich höre mir alles in Ruhe an. Danke, dass du sie nach Hause gebracht hast. Was machst du? 360s, warum? Man hört das. Wie? Wie? Man hört das Klacken. Ach, meine Tastatur? Ja. Ach so. Da kann ich auch nichts für, ey. Bitte. Du kannst mit einer Waffe umgehen. Du kennst dich in diesem Teil besser aus als sonst irgendwer. Und? Und? Rumsitzen und jammern bringt uns nicht weiter. Hör mal. Rush sollte uns helfen, einen sicheren Ort zu schaffen. Jetzt hängt alles an uns. Es gibt hier überall tapfere Leute. Wir müssen sie nur finden. Alle zusammentrommeln. Ihnen zeigen, dass wir gegen die Highwaymen ankommen. Mann, das wird nicht einfach. Ich weiß. Aber es ist unsere einzige Chance.